Die Wetterbedingungen sind wirklich herrlich hier bei den Multivan Kitesurf Masters auf Sylt. Die Sonne scheint uns wirklich direkt ins Gesicht. Der Wind ist mäßig, aber er soll noch ansteigen. Dennoch gar kein Grund zur Sorge, denn wir haben Zeit, uns mal ein paar neue Fahrer vorzuknüpfen. Neben mir stehen jetzt die Bunzek-Brüder in den Fachkreisen und hier auf Sylt schon die Bunzek Brothers genannt. Und sie sind das erste Mal dabei bei den Multivan Kitesurf Masters. Die erste Frage geht an Leon Bunzek. Leon, wie seid ihr allgemein auf den Spot und vor allem auf die Multivan Kitesurf Masters aufmerksam geworden? Ja, also mein Bruder und ich, wir trainieren jetzt schon eine Weile so Freestyle. Wir wollen erstmal ganz gerne eine kleine Trickpalette aufbauen. Haben halt immer in den Social Media sind wir halt unterwegs. Mein kleiner Bruder ist da ein bisschen aktiver. Und ja, guckt sich immer den ganzen Content hier an von den Kitesurf Masters und so den ganzen Events. Und ja, haben uns gesagt, dass wir auf jeden Fall da mal mitfahren jetzt in der nächsten Zeit. Und wir haben uns jetzt mal gesagt, wir müssen einfach mal messen, mal gucken, wo wir jetzt gerade stehen, was wir zu lernen haben und was wir üben müssen. Jakob, dein Bruder hat schon angesprochen, du bist der Jüngere. Wie lange kitet ihr schon? Also wir kiten jetzt ungefähr seit 4 Jahren. Wir kommen aus der Nähe von Hamburg und meistens gehen wir in St. Peter und Fehmarn kiten. Sehr geil. Und Leon, du hast ja dich jetzt schon vor 2 Tagen hier beim Heat messen können. Wie lief es denn für dich? Ja, mein Heat ist ja, so lala. Ne? Ich bin gleich gegen einen ziemlich starken Gegner angetreten. Hatte gleich Linus Erdmann in einem Heat und Marian Hund. Das sind so, ich denke mal, die stärksten Konkurrenten, die man hier bekommen kann. So neben den Wavis. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr stark gewesen. Und gegen Erdmann, ich habe mir da keine Chancen ausgemalt. Hatte leider auch ein bisschen Pech mit dem Wind. Wir haben halt bei ihm gesehen, obwohl er noch ein bisschen schwerer ist, größeren Kite hatte und alles. Aber er konnte auch super performen. Das liegt halt an seiner Professionalität, denke ich mal. Da hatte ich auf jeden Fall schon Schwierigkeiten, muss ich sagen. Ja, das ist leider nicht so gut gelaufen. Ja gut, du bist ja noch in den Anfängen, also da kann noch viel kommen. Letzte Frage an dich, Jakob. Wie ist es unter Brüdern? Pusht man sich da oder sieht man sich eher als Konkurrenten, wenn man auf dem Wasser ist? Ja, also bei uns ist das auf jeden Fall so, dass wir uns gegenseitig pushen und wenn wir zusammen auf dem Wasser sind, dann bringt das immer mega viel Spaß. Wir pushen uns immer gegenseitig. Sehr schön, so muss das sein. Ja. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg und natürlich viel Spaß hier und wir hoffen, wir sehen euch natürlich bei den weiteren Events von den Multivan Kitesurf Masters. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Wir freuen uns.